meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich eine leckere Tiramisu-Rolle machen und zwar ohne Thermomix und ohne Backen. Und wenn ihr wissen wollt, wie das geht, dann bleibt jetzt dran. Viel Spaß bei meinem Video! So, für die Tiramisu-Rolle müssen wir uns jetzt ein paar Sachen vorbereiten. Zum einen habe ich mir hier einen Milchkaffee gerichtet. Dann habe ich mir hier ein dünnes Schneidebrett, so ein flexibles, das habe ich mal bei IKEA mitgenommen, hingerichtet. Dann brauchen wir Frischhaltefolie. Da werde ich mir jetzt eine Bahn ausrollen und auf das Brett legen. Jetzt kommen 16 Löffel Biskuits, die ich hier drauf verteile. 8 oben und 8 unten. Die Löffelbiskuits werde ich jetzt mit meinem Milchkaffee tränken. Nun packe ich die getränkten Löffelbiskuits gut mit Klarsichtfolie ein. Und stelle sie jetzt für 2 Stunden in den Gefrierschrank. So, in der Zwischenzeit werde ich 250 Gramm Mascarpone in eine Schüssel geben. Und 100 Gramm Puderzucker dazu tun. Das werde ich jetzt gut miteinander vermischen. Jetzt kommt ein Espresso dazu. 4 Eigelb. Und ich gebe jetzt noch etwas Amaretto dazu, aber ihr könnt es auch gerne weglassen, ist gar kein Problem. Ich nehme jetzt so ein halbes Gläschen. So ein halbes Schnapsgläschen gebe ich dazu und verrühre die Zutaten gut miteinander. So, die vorbereitete Mascarpone-Creme stelle ich jetzt erstmal zur Seite und werde jetzt 100 Gramm süße Sahne steif schlagen. Also ich mache das jetzt einfach per Augenmaß. Also einen halben Becher werde ich mir jetzt hier reingießen. Sahne etwas anschlagen und danach noch ein halbes Päckchen Sahne steif dazugeben, damit die Sahne wirklich schön fest ist. Das halbe Päckchen Sahne steif mache ich jetzt auch wieder per Augenmaß dazu. Schlag die Sahne ganz fertig. So, die Sahne ist schön steif. Die Sahne gebe ich nun zur vorbereiteten Mascarpone-Creme dazu. Und heb sie vorsichtig unter. Jetzt nehme ich ein Päckchen gemahlene Gelatine und rühre die in 6 Esslöffel kaltem Wasser ein und lasse das Ganze 5 Minuten quellen. Jetzt ist die Gelatine schön aufgequollen und nun werde ich sie in einem Topf geschwind auf dem Herd erwärmen, bis sich die Gelatine schön aufgelöst hat. Nun schöpfe ich 2 bis 3 große Löffel von meiner Mascarpone-Creme in eine extra Schüssel. Werde jetzt erstmal die Gelatine hier hineingeben und verrühren. Und anschließend unter die ganze Masse geben. In der Zwischenzeit habe ich meine vorbereiteten Löffelbiskuits aus dem Gefrierschrank rausgeholt und wieder ausgepackt, aber die untere Klarsichtfolie, die solltet ihr drunter lassen. Und jetzt kommt die Mascarpone-Creme drauf verteilt. Und nun wird das Ganze vorsichtig aufgerollt.
jetzt nochmal auf einen Teller legen und gut durchkühlen lassen. Und dann können wir es mit Kakaopulver schön verzieren. So, meine Lieben, das ist jetzt das Endergebnis. So sieht die leckere Tiramisu-Rolle ohne Thermomix und ohne Backen aus. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und ihr probiert die leckere Tiramisu-Rolle auch mal aus. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel, viel Spaß dabei. Lasst es euch gut schmecken und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss!